ein Wald seine Leistungen dauernd und uneingeschränkt erfüllen kann, ist seine nachhaltige Bewirtschaftung unabdingbar. In unserem Projekt sind wir deshalb der Frage nachgegangen, wie unter der Dauerwaldbewirtschaftung auf Buchenstandorten verschiedene Baumarten in der Verjüngung wachsen. Wir haben dazu mit einer Stammscheibenanalyse verschiedene Bäume angeschaut, um deren Durchmesser und Höhenzuwachs zu rekonstruieren über die Zeit. Auf dieser Basis haben wir dann demografische Modelle gerechnet, Stammzahlverteilungen gerechnet, um das System besser zu verstehen, die Nachhaltigkeit besser zu verstehen und Empfehlungen abzuleiten für die Bewirtschaftung von Dauerwäldern auf Buchenstandorten. Wir haben schön zeigen können, dass eben die Lichtverfügbarkeit ein sehr relevante Einflussgröße ist. Wir haben aber auch zeigen können, dass zum Beispiel das Alter eine negative Korrelation aufweist mit dem Höhenzuwachs des Bergahorns. Und das ist eine relevante Information, weil wir dadurch ableiten können, dass die Bewirtschafter schauen müssen, dass der Bergahorn nicht allzu lange in schattigen Bereichen unterdrückt bleibt. Wir konnten zeigen, dass für den Bergahorn eine minimale Lückengröße von 400 Quadratmetern notwendig ist im Dauerwald, um ihn nachhaltig zu verjüngen, um sicherzustellen, dass er auch in die Kronenschicht aufwachsen kann. Ja, die Waldforschung, die profitiert sehr von langfristigen Datenreihen. Und um dieses Ökosystem und die Zusammenhänge besser zu verstehen, ist es natürlich entscheidend, dass wir Zeitreihen weiterführen und dass wir auch neue Zeitreihen beginnen. Spannend bleibt es auch in der Waldverjüngung, die wir bis heute mit ihren sehr vielen Einflussfaktoren immer noch nur schlecht verstehen. Die Dynamik, die räumliche und zeitliche der Waldverjüngung, die braucht sicher noch viele Jahre weitere empirische Forschung.